Dank, Frau Professor Kramer. Sehr geehrte Absolventinnen und Absolventen, sehr geehrte Angehörige, sehr geehrter Herr Präsident, Professor Markus, sehr geehrter Herr Koschki, sehr geehrter Herr Geisler, sehr geehrter Dr. Seifert, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist mir eine besondere Freude, Sie im Namen der Universitätsleitung recht herzlich zum heutigen akademischen Festveranstaltung zu begrüßen. Wir sind zusammengekommen, um Absolventinnen und Absolventen unserer Universität in einem feierlichen und damit im Anlass entsprechenden Rahmen zu verabschieden. Die heute anwesenden Absolventinnen und Absolventen haben ihr Studium im Zeitraum vom 1. April 2009 bis zum 31. März 2010 beendet. Es sind leider nicht alle heute zugegen, die in dieser Zeitspanne ihr Studium abgeschlossen haben. Etwa 200 ist dennoch eine gute Zahl, meine ich, es würde vielleicht auch den Rahmen dann sprengen, dass dieser Veranstaltung. Liebe Absolventinnen und Absolventen, ich weiß nicht, was Sie im Einzelnen bewogen hat, in Chemnitz zu studieren. Es mag die Nähe zum Elternhaus, der Ruf der Universität, das besondere Studienfach, es mögen freundliche Bedingungen oder Empfehlungen, die Zuweisung durch die ZVS oder auch andere Gründe gewesen sein. Warum auch immer Sie an der Technischen Universität Chemnitz ein Studium aufgenommen haben, hoffe ich doch, dass die wenigsten von Ihnen diese Entscheidung bereut haben. Denn ansonsten wären Sie ja heute auch nicht hier. Allein Ihre Anwesenheit sagt uns, Sie haben es geschafft. Sie haben Ihr Studium gemeistert. Herzlichen Glückwunsch. Ihre Anwesenheit zeigt uns aber auch, dass sich Ihre Universität auch nach dem Studium noch immer verbunden fühlen. Sie taten gut daran, sich für ein Studium zu entscheiden, denn eine wissenschaftliche Ausbildung und Bildung überhaupt gelten als entscheidende Garantien für die aktive Teilhabe an der Wissenschaftsgesellschaft der Zukunft. Wissen ist für die Zukunft eine entscheidende Ressource, wie auch Innovation, die wiederum als Voraussetzung für erfolgreiches Wirtschaften, für Arbeitsplätze und für soziales Wohlergehen gelten. Die Lehrenden, ob Hochschullehrer oder wissenschaftliche Mitarbeiter, haben während ihres Studiums versucht, ihnen ein breites Spektrum ihres Wissens wie auch ihrer Erfahrungen zu vermitteln. Ihr Studium war sicher nicht immer leicht. Studieren heißt ja, dem lateinischen Wort Ursprung auch nicht nur sich auszuruhen, sondern sich zu bemühen. Rückblickend werden Sie vieles Revue passieren lassen können, Positives wie auch Enttäuschendes. So manche Mühen und Plagen waren unvermeidlich, aber auch wohl notwendig, um selbst zu erfahren, dass Sie Probleme selbstständig meistern und auch große Schwierigkeiten überwinden können. Das enorme Entwicklungstempo der Wissenschaftsgesellschaft, deren Zeuge und deren Objekt, aber auch deren treibende Kraft wir zugleich sind, wird zwangsläufig dazu beitragen, dass das Wissen, das Sie sich in Ihrem Studium erarbeitet haben, möglicherweise bald relativiert, bald überholt sein wird. Sie werden Teil jener Generation sein, die nicht wie noch die Ihrer Eltern und Großeltern einen Beruf erlernten, den Sie Ihr Leben lang ausüben. Sie werden ständig weiter und neu lernen müssen. Sie werden an jenem Prozess teilhaben, der als Lifelong Learning bezeichnet und der in vielen Bereichen bereits praktiziert wird. Und vielleicht führt sie Ihr Weg eines Tages zurück an unsere Universität. Und Sie werden erneut Student in einer unserer berufsbegleitenden Masterstudiengänge oder Doktorand sein. Wir würden uns freuen, Sie erneut an der Universität begrüßen zu können. Sehr geehrte Absolventinnen und Absolventen, eine wichtige Wegstrecke liegt nunmehr hinter Ihnen. Sie haben einen Universitätsabschluss in Form des Diploms, des Magisters, des Masters oder des Bachelors, der Sie zum Bestehen noch größerer Herausforderungen befähigt. Insbesondere von denjenigen von Ihnen mit Bachelor-Abschluss erhoffe ich, dass Sie sich in einen unserer Masterstudiengänge bei uns einschreiben bzw. dies bereits auch schon getan haben. Sie werden in der Regel Geduld und Ausdauer benötigen, bis Sie im Berufsleben einen Platz gefunden haben. Lassen Sie sich durch Misserfolge nicht entmutigen. Wenn der richtige Job
noch nicht in Sicht ist. Bleiben Sie, wie auch immer sich die Dinge im Einzelnen entwickeln werden, vor allem optimistisch, lernwillig und leistungsbereit. Denn Lernen ist wie ein Ruder gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt man zurück. Bewahren Sie sich aber auch Ihren Frohsinn und glauben Sie an sich selbst. Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass sich die Mühen des Studiums auszahlen, Sie Karriere machen und eine Arbeitsstelle, die Sie ausfüllt, einnehmen können. Es sei Ihnen Gesundheit und Wohlergehen persönlich wie auch Ihrer Familie geschieden. Sie haben heute Grund, stolz zu sein und sich über Ihren Studienabschluss zu freuen. Danken sollten Sie auch Ihren engsten Angehörigen, den Eltern, den Freunden, der Freundin, dem Ehemann und der Ehefrau. Denn durch Sie wurden Sie unterstützt, ob finanziell oder eher ideell. Sie haben damit ebenfalls einen großen Anteil an Ihrem Erfolg. Wenn Sie weiter so zielstrebig und zielbewusst sind wie bisher, werden Ihnen so manche Tücken im Leben nichts anhaben können. Dann sollte Ihr weiterer Lebensweg ähnlich gut verlaufen wie Ihre Studienzeit hier in Chemnitz, die Sie hoffentlich alle in guter Erinnerung behalten werden. Liebe Absolventinnen und Absolventen, vergessen Sie uns und Ihre Universität nicht. Mit Ihrer Verabschiedung aus der Universität werden Sie automatisch ein Alumni, das dem Lateinischen nach so wie heißt wie Zögling. Und wir als Ihre Lehrer haben ein reges Interesse daran, wie Ihre weitere Entwicklung vonstatten geht. Daher bildet die Alumni unserer Universität ein Absolventennetzwerk, das Möglichkeiten eröffnet, in Verbindung zu bleiben, kontinuierlich über die TU Chemnitz informiert zu werden und sich in Abständen zu treffen. Gern heißen wir Sie auf unserer zahlreichen wissenschaftlichen, weisen wir auf unsere zahlreichen wissenschaftlichen Veranstaltungen hin und heißen Sie dabei herzlich willkommen. Werden Sie Teil dieses Alumni-Netzwerkes der Technischen Universität Chemnitz und gestalten Sie dieses mit. Tragen auch Sie sich in das Netzwerk ein und werden Sie Mitglied in der Freundesgesellschaft unserer Universität. An dieser Stelle liegt mir sehr daran, auf unser 175-jähriges Jubiläum im nächsten Jahr hinzuweisen. Am 2. Mai 1836 wurde unsere Bildungseinrichtung als Königliche Gewerbeschule gegründet. Bereits jetzt lade ich Sie zu den zahlreichen Veranstaltungen, die wir geplant haben, als Alumni oder als Freunde, als Angehörige dieser Universität ein. Sehr geehrte Absolventinnen und Absolventen, Ihnen alle nochmals herzlichen Glückwunsch zu Ihrem erfolgreichen Studienabschluss und alles, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.